Was geht ab, YouTube? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir reagieren heute auf unseren Brudi, Cody, mit 13 Frauen. Ich finde, es gibt keinen besseren Spezialisten als Cody. Wir gucken uns das Ganze an. Wenn ihr das nächste Mal das Ganze live nicht verpassen wollt, der Link zum Twitch-Kanal ist in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Ich bin Cody, 25 Jahre alt und ich suche heute meine Traumfrau, die auch mit 9 cm zufrieden ist. Er datet heute 13 verschiedene Frauen in 3 verschiedenen Locations, während wir im Raum nebenan auf das Ganze reagieren. Viel Spaß mit 13 vs. Cody. Ich habe noch einen Wingman dabei, das ist der Jan. Was klar. Hey, der passt auf, dass ich heute nicht zu viel... Heißt der Jan? Der hat doch damals immer Tipps gegeben, so, ne? Ja, ne, immer noch. Ach so. Der sieht nicht aus wie ein Jan, Bruder. Niemals. Hi. Hi. Oh, Junge! Brudi, die ist in jeder Folge, Bruder! Egal ob Pumping Monkey, Frankfurt Tinder, Sofort auf Tinder, da Tinder, Brudi, reicht! Ich fang gleich mal direkt mit dem Wichtigen an. Okay. Das ist wirklich mein Albtraum. Der hat weiße Fußnägel. Nimm dich mal jetzt. Und? Cringe weiß ich nicht. Fußnägel? Nimm dich mal jetzt. Und Babyöl? Wunderlippe. Ah, Bruder, was ist das denn? Wie steht die da, Bruder? Das ist doch... Findet man das geil, Bruder? Cringe, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bisschen groß, Digga, die Füße. Nein. Was ist das für eine Schuhgröße? 40. Yo! Ich hab 42. 40! Brudi, Baba hat 40. Oh nee, was hat die für ein... Ah, stimmt, die war ja vorher, also, okay, stimmt, stimmt, okay, macht Sinn, macht Sinn, okay, macht Sinn, macht Sinn. Ab 40 hört eigentlich auf bei mir. Sie hat ihren Fuß eingehüllt, geht jetzt in den Schuh zu. Nein. Du bist gefreut. Ich auch. Ah, Bruder! Nein. Nimm dich mal, Digga, komm mal her jetzt, Digga, komm mal her. Hi. Hi. Oh mein Gott. Ich bin Mila. Cody, freut mich. Freut mich. Ich habe keinen Spruch für dich vorbereitet, aber ich habe was anderes. Komm mal her. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Was ist da? Sind es deine? Mhm. Oh, Digga. Was hat der gezeigt? Was hat der gezeigt? Ja, Alter, also 8 von 10. Der zweite ist größer als der erste, deswegen nur 8. Sonst würde ich sagen 10 von 10. Bruder, geht's jetzt hier nur um Füße oder was? Ey, Bruder. Oh. Wieso bringt der Cody eigentlich kein Fußmerch raus? Ja. Vielleicht sieht es auch nur auf dem Bits aus. Ja, vielleicht ist das im Mund auch ein bisschen anders, keine Ahnung. Vielleicht. Bis gleich. Bis gleich. Sie hat meine Füße gezeigt. Ja, jetzt beruhig dich. Guck mal, jetzt einmal kurz wie ein Mann, okay? Du Kacke, Bella. Was geht, Daddy? Hi, Mami. Ich bin Amalia, ich bin 23 und ich habe keinen Anmachspruch für dich vorbereitet, aber... mein T-Shirt spricht für sich, deswegen zeige ich dir das einmal. Ach du Kacke, Digga. Yo. Ja, cool. Blowjob Queen. Verrückt. Was sind das für Punkte da? Ja, das liegt jetzt an dir. So, weißt du, mir ist heiß geworden. Ja, mir ist auch jetzt ein bisschen aufschwindelig geworden. Sag, du sollst dir direkt ausleihen. Du sollst dir direkt ausleihen. Kannst du mir das ausleihen? Das T-Shirt? Jetzt ausleihen. Ja? Ja. Soll ich ausziehen einmal? Hey, hallo! Na! Ach du Kacke, Digga. Siehst du, geht das? Boah, Bruder, Alter. Also, der Cut hatte Spaß, Bruder. Ich glaube, Ivo wird sich auch bei so einem Cutten wird er sich aufräumen, Bruder. Wenn er solche Videos schneiden müsste. Bruder, was ist das? Okay, rein. Mertal, ich schreibe, ich will auch dahin. Hab ich gefreut. Ja, mich auch. Hab ich gefreut. Dankeschön. Hast du gemerkt? Energy war ganz anders. Geburtstag? Hi. Hi, was geht? Dicker, benimm dich mal. Lass mal hier stehen, Alter. Hi. Hi. Freut mich. Ich bin Evelyn. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus Koblenz und ich habe keinen Anmachspruch für dich leider, aber wird dich trotzdem gern kennenlernen. Ja, aus Koblenz ist nicht weit von mir, Alter. 20 Minuten so. Mhm. Du bist extra hingefahren. Ja, genau. Für mich? Ja, für dich. Das ist voll süß. ja, dann, ne? Ciao. Ciao. Wie? Warum? Hä? Mein Bodyguard sagt, du sollst jetzt gehen, bitte. Okay, danke. Wir sehen uns später. Hey, wieso? Die war doch lieb! Hi, ich bin Sophie und ich hab dir... Was? Genau deswegen, ja! Das ging nicht auf Füße, Bruder! Tote Füße, Bruder! 3 Euro mitgebracht. Ah! Aufmerksam. Hast du bitte 3 Euro? Dankeschön! Schön. Da hatten wir sogar mit den
darauf reagiert, als er bei uns war. Ja. Er ist einfach zu seinem Release gekommen. Stimmt, stimmt, stimmt. War sehr einfallsreich, ne? Danke. Ohne Füße. Kreativ. So. Finde ich sehr, sehr gut. Frage: Würdest du auch Kredit für ihn aufnehmen, wenn er Probleme hat oder so? Ja. Ja? Okay, super, danke schön. Das war's. Danke. Okay, tschüss. Ciao. Hallo. Hi. Hallo. Hand geben. Hand geben. Cody, hi. Hi, ich bin Julia, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Koblenz. Auch aus Koblenz? Ja, ich bin mit meiner Freundin zusammen da. Ja, ich habe heute auch nichts vorbereitet, aber ich würde dich trotzdem gerne kennenlernen. Okay, wie groß bist du? 1,80. Auch mit der Freundin zusammen kennenlernen, eine Option? Ja, klar. Also, dankeschön, das war's. Ja, danke. Okay. Super. Super. Ciao. Nice. Ciao. Bruder, würde ich da stehen, ne? Anik, Bruder. Hi. Hi. Ich bin Tina und ich wollte dich fragen. Hört auf, 1-10-Emojis zu spammen! Ich bin nicht neidisch! Ey, ihr seid so. Ob du meine Bibi sein möchtest, ich hab da auch was mitgebracht. Das ist süß! Bibi und Tina! Das ist süß! Süß? Ein Mädchen kommt, machst du eine Baby? Bruder, was ist das für eine Folge heute wieder? Warum süß? Tot, Bruder! Ja, wie cool! Ja, sind wir, Bibi und Tina. Sympathisch. Sieht man das, Digga? Also das war das Beste bis jetzt sogar. Dankeschön. Sag ich dir ehrlich, ohne Spaß. Du könntest aber auch Pferdemädchen sein, doch, ne? Ja, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Aber du heißt wie meine Schwester. Ja, oh. Ja, und ich will das nicht wiederhaben, deswegen. Das entscheide ich dann später. Oh Gott. Cody, Mann! Okay. Dankeschön für deine Mühe. Mega kreativ. Übel cool. 10 von 10. Okay, geht's. Was denn? Hi. Hi. Darf ich dich umarmen? Ja, okay. Klar. Hi, ich bin Michelle, 20, komme aus Neuss, das ist neben Düsseldorf. Kenn ich. Und, Entschuldigung. Ich hab Angst, ne? Also, ich bin nervös, der Spruch ist... Sollen wir uns umarmen nochmal oder so? Ja, da komm nochmal. Ja. Ich muss ein bisschen drücken. Ein bisschen fester, ein bisschen länger auch. Das ist aber süß irgendwie. Das ist jetzt schon eine Connection. Unangenehm, sobald es Jetzt aber. Komm! Hast du Durchfall? Tatsächlich schon, hä? What the fuck? Was? Ja. Oder wärst du bereit für was Festes? Kenn ich? Wow. Ich nicht, tatsächlich. Nicht? Nein. Aber gut, trotzdem gut. Spider-Man-Kette ist cool, deswegen. Ja, safe. Coole... Hey, coole Kette. Dankeschön. Danke, ciao. Ey, Junge, Bruder! Das ist mir jetzt rausgerutscht. Das war Quatsch. Hi. Ist lang? Ja, oh, bei dir? Freut mich. Hä, der kennt... Ja, die haben doch Videos sozusagen. Die machen auch jeden Tag Videos, so gefühlt. Hä? Der ist doch für die Show, Mann. Ja, wir kennen uns schon, weißt du? Ja. Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Digga, das ist so 0815, Digga, raus. No, no me puedes sacar papacito, por favor. Ist dabei, dankeschön. Dankeschön, bis später. Das war super. Danke. Bella Italia. Danke. Oh mein Gott. What the hell? Bro, das war schon schlecht gescriptet, Brudi. Hi. Hi, Hils. Gut. Ich bin Jelina, ich bin aus Schwäbisch Hall. Und was ich dir sagen wollte, ist, dass ich vom ADAC bin. Ich muss dich abschleppen. Unangenehm. Ja? Bro, sind wir back at fucking Millennium Shit? Hör auf! Die High Heels retten. Ja? Ja. Stark? Hat das. Die Jacke hat die so ein Rückenmuster, Digga? Nein. Zeig mal. Oh nein, ey. Oh nein! Ja. Jacke ist gut. Du kannst mich abschleppen, eigentlich, ja. Doch schon. Bis gleich. Ey, Bruder, ey, Cody. Hi! Hi! Ich bin Xenia. Ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Köln. Und da ich ja schon bei dir war, willst du heute bei mir rein? Oh, also, da ist er. Ich bin sprachlos einfach, also, wow. Dankeschön. Danke. Einfach danke. Das hat mich sehr gefreut. Ach, mich auch. Das Beste kommt zum Schluss. Okay, ciao. Ja, wieder zu viel jetzt, aber bis gleich. Verstehe ich. Ja gut, dann hören wir uns mal Cody an. Er kommt kurz rüber und schauen mal, was er zu erzählen hat. Ne? Ey, schön erstmal, dass du hier bist, Bro. Schön, dass du hier bist. Ganz viele unterschiedliche Frauen. Cody! Und Brüste haben wir natürlich heute auch gesehen. So, Oberteil, Ausleihen nehmen wir. Ja, safe. Letzte nehmen wir. Bro, das ist kein Shopping-Channel hier. Ich weiß schon, wen ich nehme. Okay, Bro, safe. Geh raus und mach das Ding fest. Dankeschön. Mach einfach dein Ding.
kriegst du einen Kopf, los. Du bist raus. Sorry, Mann. Joke, Senior, du bist weiter, also das ist gar keine Frage. Mowgli? Ja. Kriegst du von mir bis weiter, alles gut. Für dich hat's heute leider nicht gereicht für eine Rose. Aber danke, dass du dabei warst. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber du hast mich sehr beeindruckt mit deinem Aussehen und du bist weiter. Okay. Katharina. Amalia, sorry. Du hast schöne Augen. Ja. Augen sind okay, ja. Augen sind in Ordnung. Das ist deine letzte Chance. Nein, nein, cool play. Das ist deine letzte Chance, um weiterzukommen. Fuck, jetzt kommt nur noch eine weiter, ne? Ich denke, ihre ist größer als deine. Das glaube ich nicht. Sollen wir kurz vergleichen? Oh mein Gott. Okay, krass. Ach du Kacke. Das ist für mein Ego, ist das zu viel. Denkst du, wir kriegen irgendwann mal so D-Abos oder so? Denkst du, das kann passieren, so bei den Sachen, die wir so ausstrahlen? Du bist raus, aber du bist weiter. Nee, sorry für die Mädels, die halt nicht dabei sind, ne? Aber danke nochmal. Dankeschön, dass ihr da wart. Oh mein Gott. In Runde 2 geht es für Cody an einen gewohnten Ort. Auf den Fahrersitz des AMG. Hi. Hallo. Was geht? Was geht? Wie der Wind darunter sitzen, ja, oder wie geil? Auch. Hast mich sehr beeindruckt, auf jeden Fall mit deinem Foto, Alter. Kümmer dich ganz, also er ist ganz da einfach, okay? Okay. Wie war nochmal dein Name? Mila. Mila. Cody. Hi. Wie alt bist du? 20. 20. Du? 25. 25. Ja. Und woher? Berlin. Berlin? Bist du extra hier hingekommen? Ja, extra für dich. Echt jetzt? Mhm. Okay, das ist echt ein dicker Pluspunkt, sei ich dir ehrlich. Was arbeitest du? Ich mache Social Media und ich habe noch ein paar Exklusivseiten. Social Media. Wie viel verdienst du im Monat? Verrate ich nicht. Aber so. Oder OnlyFans, Bro. Tot. Gut, würdest du sagen, ja, ne? Gut. Ja, auf okay. jeden Fall. Zieh mal meinen Schuh aus, bitte. Bitte? Mhm. Okay. Auch die Socke oder so? Nee, die noch nicht. Okay. Vielleicht nächste Runde. Nee, das ist zu wenig Energy. Zu wenig Energy? Ich muss auf ihn hören. Ich dachte eigentlich, du findest mich ganz nice. Ich hab sie angeschrieben. No! Ah, krass. Boah, die hat den geknallt. Abo. Nein! Ja, kann ich. Ja, ich weiß auch. Ja. Ja, wir schreiben weiter. What the fuck? Ja. Aber du bist trotzdem nicht in der nächsten Runde. Schade. Wow. Hi. Hi. Wollen wir direkt nach. Hi. Er ist hinten. Okay. Wolltest du auf die Rückbank? Ja, eigentlich kannst du auch zugucken. Nein, das wollen wir nicht machen. Okay. Weiter. Wir sind hier zum Reden. Ach so. Also eigentlich kennen wir uns halt schon, ja, ne? Das ist das Ding. Du warst schon bei mir ich zu Hause. Bei meine Mama hat dich kennengelernt. Du kannst auch zu mir rein. Was? Auch schon von diesen Exklusiven. Warum sagt ihr mal zu ihr rein? Ich kann auch in dich rein. Ja, können wir auch machen. Also zu dir nach Hause. Weiß nicht, was willst du machen? Mit dir? Ja. Das kann ich hier nicht vor laufender Kamera sagen, glaube ich. Okay, dann sag's mir danach. Ich sag's dir einfach später. Sehr gut. Also ich muss weiter. Safe. Ja. Echt? Ja. Okay, das ging aber schnell. Dankeschön. Cool. Okay. Hör mal auf mit dem Scheiß, jedes Mal, wie so ein Ciao. Kind. Hör mir mal zu jetzt. Mhm. Der hat noch nie viele Frauen gesehen, okay? Das hat ihn richtig glücklich gemacht, okay? Ja. Nimm das mal und gib dir mal richtig Mühe jetzt, okay? Okay, ich gebe mir Mühe. Okay. Ach, du Kacke, oder? Nein. Hi. Hi. Das ist... Wieso schreibt Mental, ich will dahin? Bruder, der schreibt das im Sekundentakt. Bruder, was stimmt nicht mit dem? Wow! Ja, schade, dass du nicht wieder so hier sitzt. Ich kann das nicht. Aber das war schon genug, um ehrlich zu sein. Ja? Boah, Bro, das ist schon hart schamlos, ne? Das ist schon hardcore, Brudi. Aber ja, okay. Ja. Hat das gereicht? Ja. Meine zwei Freundinnen und ich? Hat gereicht, safe. Vielleicht kannst du sie ja nach dem Dreh noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht? Also von meiner Seite safe. Super, danke, das ist alles, was wir wissen wollen. Super, das Dankeschön. Ist, du bist weiter. Glückwunsch. Dankeschön, mein Herz. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch auf dich. Aha.
Oh, hast du hinten Platz? Ja. Geht das so? Hä? Also ihr seid im Duo? Genau. Okay, ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen cool eben geredet mit zwei Frauen, aber ich glaube, ich kann das nicht handeln alleine. Was? Kann man verstehen. Ja. Ich muss ehrlich sein, ja. Hat mich gefreut. Sorry. Und danke für das Verständnis. Oha, wie schnell ihr die... Super lieb von Ali. Euch. Ciao. Ciao. Ich bin wirklich maximal... Wollten die es gerade zu zweit jetzt mit ihm quasi tun? Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist mein Favorit hier. Hola. Hola. Te traje uitas. Warum redet sie Spanisch? Komm ein paar de uitas. Mach den Mund auf, mach den Mund auf. Mach die Soldige. Lecker. Muy bien. ¿Cómo estás? Du bist weiter. Du bist weiter. Herzlichen Glückwunsch. Gracias. Weiter. Gracias. Adios, gracias. Ciao, Papi. Mami. Hermosa. Hermosa. Wow. Das ist mein Favorit. Ich sag dir, was ist. Was sind das für gigantische Trauben? Ich weiß nicht, was sie sagt. Es ist mir auch egal. Bro. Also erstmal geil, dass ihr mein Auto nicht geklaut habt, dann weggefahren seid. Ist es dein Auto? Ist mein Auto. Das glaube ich dir nicht. Ja, doch, ich bin wohlhabend. Jetzt will ich dir. Nicht so viel, dass du was haben könntest, aber. Cody, du hast dich für drei wunderschöne Frauen entschieden. Ja. Bist du jetzt im Klaren, dass du jetzt ins Bett mit den Frauen gehst? Bro, ich weiß nicht, was an diesem Auto noch kommen soll. No joke, das war crazy. Peter, viel Spaß dir im Bett, dankeschön. Svetherta, check. Runde 3 findet wie immer im Bett statt. Jetzt wird sich entscheiden, wer hat Codys Herz wirklich erobert. No, bro. Hi, was geht? Ich hab schon wieder Angst. Oh, wartet. Oh Gott. Leg dich hin, setz dich hin, wie du willst. Okay, Chats. Ich bin schon im Bett, mein Traum wird wahr. Leg dich hin, Mann. Egal, was jetzt passiert, wir distanzieren uns. Ich leg mich hin, warte. Kann ich so meinen Arm um dich herum machen? Du darfst alles, Cody. Kann ich dich auch umarmen? Umarmen? Ja. Komm her. Das ist mein erstes Mal, dass ich sowas mache jetzt. Echt? Das gibt mir so ein Déjà-vu, man munkelt so. Hatten wir doch schon mal, oder nicht? Wir beide? Ja, hast du schon vergessen? Ich wusste nicht, dass wir das hier sagen können, deswegen. Hab ich jetzt was gedroppt, was ich nicht sagen durfte? Passt schon. Ja, ist nicht das erste Mal. Ja, ich hatte nur gute Erinnerungen. Aber dann hast du dich nicht mehr gemeldet. Und ich weiß nicht, woran das jetzt liegen hat. Aber jetzt bin ich ja wieder am Start, siehst du ja. Aber warum hast du dich so lange nicht gemeldet? So 9 cm, ich muss da schon so nochmal nachdenken, ob ich damit so in Zukunft arbeiten kann, weißt du? Aber jetzt bin ich mir sicher. Mein Charakter zählt. Ja. Bei mir und auch der so. Der ist gut. Der ist sehr gut. Danke. Was heißt das? Ciao. Also bis gleich. Okay, bis gleich. Bin ich der Einzige, der gerade so voll so ein Cringe fühlt? Das habe ich seit 13 Minuten. Brudi, das ist so verdammt unangenehm, Bro. Geh runter. Geh runter, sag ich. Nee. Wow. Joho, was geht? Seit wann kann sie Deutsch? Seit der ersten Runde. Sie hat eben nur eine andere Sprache gesprochen, Merle. Willst du einen Schluck? Ja. Ohne Zucker. Ja, ja. Ich bin schon süß genug. Wir kennen uns auch schon, ne? Deswegen. Und du warst auch letztens noch bei mir zu Hause. Warte mal, der hat einfach Frauen hier eingeladen, die er schon hatte. Also auf Freundschaftsbasis. Deswegen weiß ich gar nicht, warum du hier bist eigentlich. Also das war ja immer meine Hoffnung, dass wir nicht nur Freunde sind dann, weißt du? Ich hab dir schon gesagt, Cody, dass du da keine Hoffnung machen sollst. Oh! Bro. Boah. Die ist den ganzen Weg dahin gefahren, um nur diesen Spruch zu droppen. Einmal RIP in den Chat. Wow. Ja, ich geh einfach küssen. Warum ist es so still? Er wurde gefriendzoned, Bro. Das ist, glaube ich, gerade eine schwierige Sache. Das ist sie geht hat, einfach. Er hat einfach seine beste Freundin mit ins Finale genommen, um da gefriendzoned zu werden. Das ist crazy. Na, mein Süßer? Hi. Schnellig! Ich wurde gefriendzoned gerade. Er macht einfach Therapie weiter. Ach, nicht schon wieder. Ja. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ja, nee. Ich weiß nicht, das letzte Mal warst du ein bisschen anders. Du warst die 6 und ich war die 9, aber... Wir beide 69, oder was? Letztes Mal? Würdest du mich nicht friendzonen? Oh! Ah! Ich muss raus. Hä? Du lädst mich nie wieder ein. Vor allem nicht bei Cody, der zum Glück. Nee. Dann gehen wir mal raus und schauen mal. Wollte ich nur sagen, dass die Folge ist einer zu viel. Oh Gott. Oh die Folge Gott. Ist einer zu viel. Also so bei Revi, als Edis und so da war, das war noch voll auf unterhaltsam und so. Aber Bro, das ist wirklich einer zu viel. Aber ich glaube, der hat doch gerade gesagt, der Cody hat sich die ausgesucht. Die Frauen kommen ja extra für Cody. Die machen ja vorher eine Story. Der hat die ja selber eingeladen scheinbar. Hat ja, die können sich bewerben und der kann die dann picken. So. Also die Frauen kommen schon gezielt für ihn. Ja klar, so. Wer das sich entschieden hat, ne? Let's go. Cody. Ja.
Erstmal, wie war es für dich? Cool. Ja, also war eine ganz neue Erfahrung. War eine mit so vielen Frauen auch dann zu reden. Ich finde eure Dynamik sehr cool, dass du deinen dein Wingman, Bodyguard, ich glaube, er nimmt doch Geld von dir, oder? Nein. Nein? Das ist auf Freundschaftsbasis. Ne? Ja. Wer ist dein Herzblatt heute? Okay. Ja, einmal wie ein Mann da drauf und nicht da drauf, okay? Du hast gewonnen, Alter. Nein, ich will. Okay. Ich stehe nicht zur Wahl. Warum sagt der dass du mich nehmen sollst? Ja? Xenia hat gewonnen. Und das war's mal wieder mit einer absolut kaputten und unnötigen Folge von 15 Versus. In diesem Sinne. Boah, ich brauche auf jeden Fall eine dicke Pause, Alter. Gott. Ich glaube, der Sandro wird sich amüsieren, dieses Video zu schneiden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht es euch auf jeden Fall nicht gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.